Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder No One Survived. Und zwar möchte ich, haben wir ja das letzte Mal, habe ich gesagt, ich hole mir den Weißen. Der war ja da hinten gestanden am Airfield. Und jetzt schaue ich gerade mal, ob ich noch ein bisschen Sprit habe. Ich glaube, ich müsste da noch was drin haben. Ja. Nehmen wir mal mit. Einmal. Zweimal. Das sollte reichen. Und heute habe ich was ganz Spezielles vor. Ich möchte nämlich zum Waffenhändler. So, jetzt schauen wir erst einmal da hinten rein. So, den tun wir da rein. Und da rein. Das müsste reichen. Und hier habe ich mich voll gemacht mit den Sachen, die ich in meiner Händlerkiste hatte. Da ist sogar noch einiges drin. Und ich fahre jetzt zu dem Waffenhändler. Und der ist... Moment, ich muss jetzt erstmal schauen. Ich glaube, das ist der Händler in der Waffen... in der Kartenmitte. Da wäre es sogar günstiger, wenn wir hier hochfahren und dann abbiegen. Genau, das machen wir auch. Also, wir haben es natürlich, wie immer, mitten in der Nacht. Aber ich hoffe, es wird gleich Tag. Jetzt fahren wir mal zu dem Waffenhändler und ich möchte mir... Ja, wir werden sehen. Ich möchte mir etwas kaufen, was ein bisschen mehr Munition hat. Und vielleicht ein bisschen mehr Bums. Wir werden sehen. So, und ich glaube, da vorne müssen wir jetzt abbiegen. Hier geht's rein. Genau, und dann müssen wir durch die Stadt, wo die Polizeistation ist. Und da müssen wir dann auch wieder abbiegen. Aber hier halte ich jetzt einmal schnell an. Da schauen wir doch rein. Na. Ja. Na, brauchen wir nicht. So, bin ich noch richtig? Ja. Da ist die Polizeistation. Einmal abbiegen, okay. Also ich bin der Meinung, dass der Weiße hier irgendwie besser fährt, vom Gefühl her. Aber ich kann es nicht sagen, ob jetzt der besser oder schlecht ist. Ich glaube, am Berg ist er ein bisschen besser, von meinem Gefühl her. Schauen wir mal. Halt, hier können wir reinschauen. Die wollen wir. Die nehmen wir mit. Den Rest kriege ich den noch unter. Oh komm, den können wir auch noch reinkippen, oder? Den kippen wir noch rein, den Sprit hier. So. Das müsste eigentlich reichen. So, wenn wir jetzt durch die Stadt fahren, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil die Zombies, wenn man zusammenfährt, das kann manchmal auch dumm ausgehen. So, und hier muss ich irgendwo abbiegen. Ich glaube, da muss ich rauf. Genau. So, und jetzt müssen wir dann noch einmal rechts abbiegen. Auf die Map. Ja. Eigentlich könnte man hier auch schon rauffahren. Müssten wir direkt zum Händler kommen. Ah, da oben. Ich sehe ihn schon. So, wir fahren natürlich bis vor die Haustür. So. Halt, da ist sie. Da ist die Haustür. Aussteigen. Und jetzt schauen wir mal. Wir können nämlich von dem auch was lernen. Und wenn ich es in Erinnerung habe, richtig, hat der auch Medizin. Ja, okay. Ich möchte einen Deal.
So, was hat er denn? Mich würde nämlich. Die interessiert mich eigentlich weniger. Die hat 7,62 Kaliber. Die hat 5,56. Da habe ich viel Munition. Die 7,62 schieße ich ja schon mit meiner Sniper hier. Die hat 70 Schaden. Und das hier wird mich interessieren. Das hier. So, jetzt schauen wir mal, was er nimmt. Nehmen wir mal eine Pistole dazu. Oh, da bewegt sich nicht viel. Okay. Langsam wird's. Geben wir mal den Bogen noch dazu. Oh wey. Da brauche ich ja schon fast alles für die eine Waffe. Und ich dachte, ich könnte noch was lernen. Jetzt geben wir mal die Pistole noch dazu. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Was? Der will mein Zeug nicht. Irgendwie haut es nicht richtig hin. Also das will er nicht. Das nimmt er noch. Das will er auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ha. Die Munition nimmt er. Von der habe ich genug. Meine Pistolenmunition, ne? Komm, nimm mal. Ich will das Ding unbedingt haben. So, und jetzt ein Dialog. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. 10, 20, 45, 65. Nee, dann gehen wir die nicht her. Hergeben. Und da möchte ich lernen. Und zwar Medizin. Und nochmal. Und wenn es geht, nochmal. Gut, das war's. Wie sieht's jetzt aus mit Medizin? Wir haben zumindest mal Stufe 1. Und wir haben diese Waffe hier. Und die werden wir jetzt dann mal ausprobieren. Genau. So, dann fahren wir mal wieder runter ins Dorf. Oh, es wird jetzt ziemlich hell. Die drehen wir wieder runter. So, jetzt ist es besser. Jetzt schauen wir mal, dass wir da wieder heil runterkommen. So, da unten ist die Straße. Langsam, mein Freund. Und dann schauen wir nämlich gleich einmal in dem Dorf, ob wir nicht vielleicht doch in die Polizeistation reinkommen. So, langsam. Müssen wir aufpassen. Okay. Da stehen sie schon.
Einzelschuss. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Den hat's zerrissen. Halt, da steht noch einer. Okay. Bauen wir ein Stückchen näher ran. Da kommt ein Dickerchen. Kopf weg. Da ist noch wer. Das sieht ziemlich gut aus. Okay, fahren wir mal ein Stückchen näher. Es ist sogar ruhig hier. Komm, schau mal rein. Ja, Muni können wir brauchen. Nehmen wir den Sprit noch mit. Ist er der große Rucksack? Den wollen wir natürlich. Ja, ja, den nehmen wir auch mit. Jetzt hat einer gesagt, man kann den aufsammeln. Aber ich. Wie soll ich den aufsammeln? So, das müsste reichen. Und dann gleich mal hier rein. So, dann haben wir zumindest mal wieder einen großen. Den Sprit. So, den tun wir jetzt auch gleich mit rein. Fünf, 56, 27 Schuss. Nee. Noch nicht. Mich wundert es bloß, dass da drin keiner ist in der Polizei. Okay, Sprit nehmen wir gleich mal mit. Den auch noch. Voll tanken bitte. Die Waffe tun wir jetzt einmal da rein und das wäre die Munition dafür.
Komm, jetzt gehen wir mal rein in die Polizei. Da ist so ruhig. Das müssen wir natürlich ausnützen. Was gibt's hier? Nix. Da ist auch nix. Essen ist immer gut. Im Aktenschrank das im Aktenschrank das Essen. Wahnsinn. Den hauen wir uns gleich rein. So, und trinken können wir auch gleich. So, das reicht. Munition wäre jetzt nicht schlecht. Meister der Waffen, Metallurgie brauchen wir nicht. Schneiderei, das können wir noch mitnehmen. Okay, und dann würde ich aber gleich mal sagen, wir schauen da oben rauf. Totenstille ist hier. Bin ein bisschen misstrauisch, Eisen. Eisen. Alles aus Eisen. So, wo ist jetzt die schöne Kammer, wo eigentlich die ganzen Zeichnungen drinnen sind? Nee. Da ist nix. Landwirtschaft, Schneiderei, das haben wir schon. Band 5, Band 3, Medizin können wir brauchen, können wir lernen. Das Trinken nehme ich mal noch mit, dann können wir da einmal trinken. Den Riegel nehme ich nicht mit, weil der Riegel zieht uns Wasser ab, minus 30. Deswegen benutze ich den Energieriegel nicht und Kaffee mache ich nicht. Das findet man ja auch sowieso überall. Den nehmen wir mit. So. Das brauchen wir nicht. Uiuiuiuiuiuiui. Nee, ich nehme nur die großen Rucksäcke. Ah, großer. So viele Rucksäcke hier. Was?
Die Jacke für den Winter wäre nicht schlecht, aber das kriege ich so auch. Da mache ich jetzt meinen Platz nicht voll. Sag mal, wo ist denn das jetzt? Gibt's das nicht mehr oder was? Hier ist es, oder? Nee. Schauen wir mal in die Spinde rein. Vielleicht kriegen wir ja noch einen großen Rucksack. Naja. Ich würde aber nämlich, ich würde sehr, sehr gerne. Da ist sie. So, jetzt das Brecheisen. Es kostet Kraft, aber wir können es aufschlagen. Na komm, mein Freund, ihr holt ihn. Vielleicht sollte ich doch mal einen Kaffee trinken. Komm, mach auf die Kiste. Und du hast das gleich. Nützt sich das Ding auch ab, ja, aber es müsste reichen. So, jetzt muss es reichen. Offen. So, da waren wir ja eigentlich noch nie erinnern, weil ich es nie aufgebracht habe. Stahl. Das müssen wir zerlegen. Nehmen wir das in die Hand. Das können wir hier nicht lassen, das wird zerlegt. So, das zerlegen wir auch. Da nehme ich auf alle Fälle mit, weil das ist ja, eine Schweinearbeit, das herzustellen. Und dich zerlegen wir auch. So. Noch eine Brechstange. Komm, die schmeißen wir weg. Die tun wir rein. Dann haben wir eine neue. Das kann man zerlegen. Ich dachte eigentlich, dass es hier viel, 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 viel Munition gibt. Aber anscheinend. So, das brauchen wir. Aber das könnte man eigentlich, das könnte ich mitnehmen.
können wir auch mitnehmen. Stahldolch. Können wir den raustun? Können wir den da rein? Ja, Brecheisen. Puh. Da müssen wir doch einiges zerlegen. Der bringt, glaube ich, viel. Wir haben jetzt 5 Stahlbauern und 2, also 7. Und ich glaube, der bringt bestimmt 3. 3 oder 4 bringt der. 3. Ja, jetzt wird es besser. Das nehmen wir auch alles mit hier. Wer weiß, was wir für unsere neue Waffe brauchen. Hochpunkt. Schalli. .762, das haben wir schon. Ich nehme sie aber jetzt trotzdem mit. Oh, sind wir schon voll? Komm essen. Und den hier auch. So müssen wir doch runterlaufen. Unseren zweiten Rucksack holen. Ja. Das mache ich jetzt auch. So, warte mal, wo geht's denn hier runter? So, ich will hier raus. Keine Zombies. Keiner da. Okay, tun wir den einmal raus. Den können wir ausrüsten. Und den ziehen wir hier rein. Falsch. Auch falsch. Jetzt bist du richtig. So. Das nehmen wir mit. Jetzt kommt die Muni, jawohl. Ja. Jetzt können wir dann gleich die neue Waffe ausprobieren. Ja. Jo. So, und jetzt schauen wir noch rüber. Denn da gibt es ja eigentlich auch schöne Sachen.
Bücher, Schneiderei, Band 5, Band 1. Medizin, Ingenieur. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Es geht noch was rein. Meister der Waffen, Band 4. Nehmen wir einmal mit. Landwirtschaft, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schneiderei. Kochen. Ingenieur. Elektrotechnik bräuchten wir. Elektrotechnik. Kochen. Medizin. Schienenbau. Elektrotechnik. Die nehmen wir mit. Band 3. Bin mir nicht sicher. Oh ja. Kühlschrank haben wir schon, ne? Nähmaschine, Stahlherstellung. Den haben wir schon. Wasserspeicher. Gewächshaus, glaube ich, haben wir auch schon. Elektrotechnik brauchen wir. Das ist das Hellgelbe. Kochen den Rest. Nee. Auch unbedingt Elektrotechnik, Solaranlage. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich schon. Pharmazeutischerweise nicht. Gewächshaus haben wir. Elektrotechnik Band 3, den nehmen wir mit. Elektrotechnik Band 4. Jetzt haben wir 3, 4 und 5. Es gibt nur noch 1 und 2. 2 und 1. Da ist es. Was schmeißt man raus? Und 1. Und. Und Band 2. So, mir reicht's. Mir reicht's. Mehr will ich gar nicht. Jetzt kann ich Elektrotechnik hochpushen und dann kann ich endlich anfangen mit dem Batteriepack. Denn ich brauche. Jetzt passt doch mal auf. Fertigkeiten. Elektrotechnik. Oh, habe ich schon eins. Elektrotechnik. Brauchen wir hier Elektrotechnik Stufe 2, genau, Stufe 2 muss ich lernen, Ingenieurwesen. Dann können wir hierher und dann können wir unsere Solarstromanlage bauen. Genau. Große Batterien haben wir ja gefunden im Banditenlager. Da hätten wir eigentlich soweit alles, dass wir uns strommäßig so langsam was machen können. So, aber jetzt würde ich gerne meine Waffe erst einmal da rein. Und dann würde ich gerne die hier nehmen. Und komm, das schieben wir jetzt alles einmal rüber. Und das hier.
würde nämlich gerne die Waffe ausprobieren. So. Dafür brauchen wir die Munition. Nehmen wir mal. 56 Erweiterung. Ausrüsten. Nee. Kann ich die gar nicht mehr verbessern? Wartung. Munition entnehmen. Die kann man gar nicht. Okay. Dann nehmen sie in die Hand. Oh, 100 Schuss. Gut, wir machen mal ein bisschen heller. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein paar Gegner finden. Okay, er rennt damit auch langsamer. Vielleicht läuft er hier auch ein Dickerchen. Die nehmen wir mit. Wisst ihr was? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wegen dem Dickerchen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach ein Bett rein. Und hier setzen wir gleich mal den Spawnpunkt. So. Ich würde nämlich gerne die Waffe hier ausprobieren. Wie laut ist sie denn? Okay. 100 Schuss, das ist schon eine Ansage. Aber hier ist alles wie ausgestorben, ne? Komisch. Na? Die nehmen wir mit. Wo sind sie denn alle? Ah, da vorne läuft einer. Ah ja. Oh ja. Einzelschuss will ich. Oh, da kommt ein Wauzi. Ich sehe ihn dann schon. Komm, die Haut nehmen wir schnell mit. Da kommt noch einer. Na komm her. Die Waffe ist gut. Ich habe eine Lieblingswaffe, eine neue. Die Waffe ist echt gut.
Jetzt würde es mich interessieren, wie es mit dem Dicken aussieht. Schade, dass ich da jetzt nichts anbauen kann. Ich sehe den Dicken. Da hinten ist er. Habe ich noch Munition? 10 Schuss. Komm, den nehmen wir noch mit hier. Dann stört uns der nicht. Und jetzt, wo ist er hin, der Dicke? Und was habe ich? 20. Macht einen die Waffe Geschwindigkeit minus 30. Jetzt da steht's. Ah, okay. Dann ziehen wir uns die Turnschuhe an. Und die nehmen wir weg hier. Da sind wir wieder ein bisschen schneller. So, wo ist er jetzt, der Dicke? Da läuft er. Jetzt kommt er. Gefällt mir die Waffe. Die Waffe gefällt mir. Dickerchen ist kein Problem mehr. Wenn ich genügend Munition dabei habe, könnte ich sogar auf Automatik umschalten. Ja, 34. Ja, also ein Magazin reicht für einen Dicken. Perfekt, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Also zurück zum Fahrzeug, hier können wir später looten. Ich muss mich jetzt erstmal umstellen und dann würde ich sagen, mit der Waffe gehe ich ins Militärgebiet, ins Airfield bei uns rein und besorge mir nochmal richtig schön Munition. So, aber die macht halt 30% langsamer. Okay, die sind schon wieder nachgespawnt. Die schießt sehr präzise. Gefällt mir ganz gut. Wie heißt sie? Die M249 gekauft beim Händler. Gefällt mir ganz gut. Halt, hier ist noch einer. Ab nach Hause! Oh, das war jetzt eine lange Folge. Okay, also Leute, ich fahre jetzt nach Hause. Ich lade wieder alles aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich ins Airfield wieder reingehe. Oder für die Banditen wäre es sogar auch nicht schlecht. Bloß, ich kann halt nicht richtig zielen hier. Das gefällt mir nicht, dass man da nichts mehr hinbauen kann. Okay, danke fürs Zuschauen. Servus.